Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Kunsthistorischen Museum. Mein Name ist Daniel Uchtmann. Ich zeichne neben anderen Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen verantwortlich für die Reihe, an der Sie heute Abend teilnehmen, der Donnerstagabend im Museum. Da versuchen wir, möglichst viele Themen aus dem Bereich, mit dem wir uns hier im Museum beschäftigen, abzudecken. Sehr oft steht die bildende Kunst da im Vordergrund. Ich glaube, heute ist überhaupt das erste Mal, dass Lyrik die Hauptrolle spielt. Und dafür darf ich willkommen heißen Professor Dr. Jürgen Egyptian. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute Abend zu uns sprechen werden. Und ich erlaube mir, Sie kurz vorzustellen. Jürgen Egyptian, geboren 1955 in Aachen, studierte Ende der 70er Jahre Germanistik und Politologie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Es erfolgte 1986 die Promotion an der Technischen Universität Berlin in germanistischer Mediävistik. 1987/88 war er als Stipendiat der Deutschen Forschungsgesellschaft in Wien und von 1989 bis 2021 war er als Germanist an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen tätig und dort seit 2004 als Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte. Zuvor erfolgte die Habilitation über Hans Lebert. Er ist Mitherausgeber des Kili Literaturlexikons und zahlreiche Aufsätze flossen aus seiner Feder, so zum Beispiel über Albert Drach, Ernst Fischer und Peter Handke. Er veröffentlichte eine Einführung in die deutschsprachige Literatur seit 1945. Das kam 2006 heraus und das ist auch als Hörbuch zu bekommen. Zuletzt erschienen aus seiner Feder Biografien über Stefan George, Irmgard Keun und Hans Lebert. Und seit 1985 veröffentlicht Jürgen Egyptian Gedichte, Prosa und Essays, so in Zeitschriften zum Beispiel wie in der Neuen Rundschau, im Literaturmagazin, in Die Horen oder auch in Signum. Und er veröffentlicht auch Anthologien. 1990 war er Empfänger des Erika Burkhardt der Förderungsgabe für Lyrik und es erschienen Gedichtbände wie In der Sprache Zwi aus 2005, Kalebasse 2015 und neueren Datums Oppositionelle Kooperation aus dem Jahr 2019 mit Lithografien des Künstlers Thomas Kaminski. Marsyas und Apoll. Das ist unser heutiger Titel, The Torture Never Stops, eine Lesung des Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers Jürgen Egyptian. Im Mittelpunkt steht der Marsyas-Mäander, eine lyrische Szenenfolge, die den Mythos des musikalischen Wettstreits zwischen dem Satyr Marsyas und dem Gott Apollo gestaltet. Das Augenmerk fällt auf die Perspektive des Satyrs, der von dem siegreichen Gott geschunden wird. In einigen lyrischen Szenen wird auf die bildkünstlerische Darstellung des Motivs eingegangen. Die andere Hälfte der Lesung bietet Gedichte, die auch einen Blick auf Gemälde des Kunsthistorischen Museums werfen, sowie aus Begegnungen mit österreichischer Literatur und der persönlichen Beziehung zu Wien hervorgegangen sind. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Egyptian, das Podium gehört Ihnen. Vielen Dank. Ja, erstmal herzlichen Dank, Herr Uchtmann, für die freundliche Vorstellung. Natürlich erst recht auch für die Einladung, die Gelegenheit, hier in diesem schönen Raum sprechen zu können. Dazu haben auch andere beigetragen, dass das möglich geworden ist. Und die Themenbreite ist Ihnen gerade von Herrn Uchtmann schon kurz skizziert worden. Ich will nur ergänzen, dass Sie sich auf so eine knappe Stunde einstellen müssen, um der Lesung zu folgen. Und ich werde den Marsyas-Mäander in den Mittelpunkt stellen, das heißt in die Mitte stellen, und zunächst beginnen mit Gedichten, die auf österreichische Autoren und Personen in Österreich, die für mich persönlich Bedeutung haben,
eingehen. Verdunkelung. Für, nach Hans Lebert. Ich bin ein erloschener Stern, die Schwärze habe ich gern. Das Licht verletzt meine Augen, die nur für die Finsternis taugen. Die Schwärze habe ich gern. Ich bin ein Vulkan ohne Glut, aus Asche ist mein Blut. Die Lava in meinen Kavernen ist schwarz wie der Raum zwischen Sternen. Aus Asche ist mein Blut. Ich bin ein dunkler Komet, der heimlich auf Irrfahrten geht. Ich schenkte den Schweif der Schlange. Ein Waller bin ich schon lange, der heimlich auf Irrfahrten geht. Ikara, lösch deine Glut im Bach, Frau, lösch deine brennende Zunge im Tau meiner hohlen Hand, im Kelch meiner Augen. Lösch dein loderndes Feuer in der Sintflut, Undine, geh, verlass unsere verlassene Arche, geh zugrund im römischen Meer, schick uns vom Grunde deine Tauben im Schnabel versenktes Papier, lehr uns lesen, Aschenbrödel. Tag der Einäscherung in Memoriam W.A. Heute wird mir ein Freund verbrannt. In Flammen steht mein Seelenland. Die Feuerhalle ist schon zugerüstet. Er ist kürzlich ahnungslos besucht. So ahnungslos, wie ich vor einem Vierteljahr mit ihm im Gasthaus Rosenthal war. Tief versunken im englischen Satzbau und 30 Jahren Erinnerung. Nun ist er eine Stunde im Ofen, bei mehr als 1000 Grad. Ich betrachte die züngelnde Flamme, höre die leise Stimme in ihrem Knistern, sehe in ihr seine Augen blitzen. Jetzt, da ich den Dom verlasse, ist mein Freund 3 Liter Asche. Nachtlied der Harfe für Trakel. Kunkel, Kunkel, wirk mich ins Dunkel, wirk mich in Berenices Haar, ins Eisblumenbeet im finstersten Kar. Ich krieche auf mondenen Pfaden durch Unzeit und Unort, ich spinne den silbernen Faden vom Rocken meines Leibs. Kunkel, Kunkel, wirk mich ins Dunkel, wirk mich in Berenices Haar, ins Eisblumenbeet im finstersten Kar. Hinter mehr als 7 Bergen lieg ich im gewundenen Schrein, gekentert in den Wettern der Worte, gescheitert am blicklosen Stein. Kunkel, Kunkel, wirk mich ins Dunkel, wirk mich in Berenices Haar, ins Eisblumenbeet im finstersten Kar. Die Malerklause für Thomas K. Rot ragt die Hand aus der Wand, zwingt jeden ins Knie.
Dutzende Uhren ticken, zitternde Tötlein nicken Melancholie. Hinter wuchernden Bilderschluchten öffnet sich ein Proszenium. Bühnen türmen sich Reinhardt gleich, voll Requisiten, figurenreich. Doch gehen nur dem die Lichter an, der den Propeller treiben kann. In der hintersten Kammer wacht ein Totenschädel über die verhießene Revolution. Am Boden klappern Knochen, die schon begraben waren, und über den hölzernen Tisch, auf dem sich Leichenwagen stauen, baumeln reizende Skelette. Der Himmel ist ein kunterbuntes Labyrinth, eigenem Gesetz entsprungen, verborgen im schwarzen Quadrat oder in einer Rosine. Der Maler hockt in seinem Gehäuse und denkt. Und wenn das Denken sprechen wird, schachteln die Hände die Worte ein, formen Begriffe ganz aus Luft, und leise und fern und nah ertönt ein hohles, spöttisches Kichern. Jetzt folgen drei Gedichte über Krähen. Krähen. Schwarze Schreie, Risse in den Nebelbänken, Silhouetten schlüpfen hindurch, Schattenspiele im schlierigen Dunst, die Schatten sinken in ihre Gestalt. Stumpfe Schnäbel stochern im Laub, Krallen scharren im glänzenden Moder, mit klatschenden Flügelschlägen verschwinden sie krächzend im Nichts. In ihrer Klaue zappelt mein Name. Herbsttraum. Im Herbstrauch eine Krähe sein. Zum Federkleid den Nebel, kein Glast und Staub und Hitzestau, nur kühler Schwaden, kühler Tau, perlt glasklar vom Gefieder. Im Herbstlicht eine Krähe sein, ein Schattenriss im Farbenspiel, kein Kratzer auf dem Himmelsblau von messerscharfen Düsen, nur schwarze Kielschrift, fleckenfrei. Im Herbstwind eine Krähe sein, auf schwarzen Schwingen segeln, kein Falke, Balken, Strommast stört, kein Schrot und wenig Bleigehalt, die Luft ist rein, ich werde alt. Wellenritt. Wie auf dem Kamm pazifischer Wellen surft die Krähe auf stürmischen Böen im Tannenwipfel. Wenn die Windsbraut mit geblähten Backen aus purem Schabernack ihr unter die Schwingen einen Luftschwall bläst, hält jäh krächzend noch eben die Balance, bohrt den Schnabel wie eine Buhne der Bö in den Bauch, hisst und refft geschickt die Flügel wie Jason der Argo-Segel, setzt im Triumph vom Krähennest das weiße Siegel. Jetzt komme ich zum Marsyas-Mäander, der lyrischen Szenenfolge mit einem Prolog. Ich lese diese Szenenfolge nicht komplett, aber doch zu einem recht großen Anteil. Und um vielleicht den mythologischen Plot ganz kurz in Erinnerung zu rufen, Herr Uchtmann hat ja schon einige wichtige Elemente eben angesprochen.
Athena gilt als die Erfinderin des Aulos, der Doppelflöte, und wirft aber diese Flöte weg als die Reaktion ihrer Umgebung, also der anderen Götter und Göttinnen, auf das Benutzen dieses Instruments dazu führt, dass sie denkt, das würde ihr Gesicht eben so entstellen, dass sie dieses Instrument eben nicht weiter benutzen kann. Und das weggeworfene Instrument wird von Marsyas aufgegriffen, der davon ganz entzückt ist, von dem Klang dieser Doppelflöte, und er bildet sich gewissermaßen autodidaktisch zum Virtuosen auf dem Aulos aus, hat auch eigene Schüler, und er ist eben so begeistert von seiner Virtuosität, dass er Apollon herausfordert, um mit ihm einen Wettstreit in musikalischer Darbietung eben zu machen. Apollon geht darauf auch ein, eben als Gitarrist, sage ich mal, mit seiner Gitarre. Und Marsyas ist so, sagen wir mal, blauäugig, dass er nicht so genau auf die Bedingungen dieses Wettbewerbs achtet, denn Apollon sagt, der Sieger dürfte mit dem Unterlegenen tun, was er wollte. Und Marsyas stimmt sogar zu, dass die Musen als ja eigentlich das Gefolge von Apollo als Schiedsrichterinnen agieren sollen. Kurzum, dieser Wettstreit steht für ihn nicht unter sehr günstigen Voraussetzungen. Dennoch kommt es zunächst mal zu einem Unentschieden nach dem ersten Durchgang. Im zweiten wendet aber dann Apollo einen Trick an und Marsyas verliert diesen Wettstreit und wird dann von Apollo persönlich geschunden. Prolog. Losen. Lauschend und das Haupt geneigt verharre ich im Schilfgürtel der jungen Flüsse, wo der sich windende Marsyas, gespeist von den Tränen der Nymphen, den bernsteinfarbenen Zähren der Sylphen und dem Blut des Satyrs in den Mäander mündet, entquollen den stonischen Speichern des wasserreichen Sees Aulotrene. Das Haupt geneigt lausche ich reglos dem Flüstern des Röhrichts, das im sanften Windhauch sich wiegend in verschlungenen Sätzen mit säuselnd singender Stimme von alten Zeiten erzählt. Erstarrt lausche ich niedergebeugt unter der Wucht des Mythos, dem Chor von Kalmus und Schilfrohr, Wasserschwaden und Schwanenblume. Die Premiere, ein Desaster. Schallendes Gelächter war die Ernte für den Versuch, den versammelten Göttern eine Ahnung nur vom Klang der Klagen, die über das abgeschlagene Haupt der Schwester die Schwestern erhoben, mit ihrer Erfindung dem doppelrohrigen Aulos zu vermitteln. Schallendes Gelächter über Athenas Gesicht, seine aufgeblasenen Wangen, die auf der Stirn geschwollene Ader, die hervorquellenden Augen. Hera und Aphrodite mussten die Schenkel, auf die sie sich schlugen, zusammenpressen, um ihr Himation und sich nicht einzunässen. Athenas Fluch. Empört floh Athena in die Wälder, wo sich der Mäander schlängelte, setzte den Aulos an die Lippen und blies über das Wasser gebeugt erneut die Klagetöne. Vom Anblick prallte sie entsetzt zurück und wütend schleuderte sie den Aulos fort, schleuderte den Fluch ihm hinterher, jeder, der ihn aufhöbe, möge es büßen mit schrecklichster Qual.
Myronische Gruppe, Director's Cut. Angelockt vom Klang der Flöte schlich sich ein Silen heran, lauschte im Gebüsch gebannt, ganz in den Aulos-Ton versponnen. Bis Athenas jäher Wutschrei ihn zum Ufer des Mäander riss. Begehrlichen Blickes naht er sich der Flöte zu Füßen der fluchenden Göttin. So wie Athena die Lanze senkt, richtet die seine sich auf. Lustvoll packt er das Instrument, streckt es der Göttin entgegen. Die Jungfrau schaudert zurück, rafft den Peplos und flieht, verfolgt von Marsias ersten Tönen. Hochmut kommt vor. Nie gehörte Töne entlockte der Silen seinem Auloi virtuos. Scharte wie der einst der Rattenfänger das dionysische Gefolge, das ihn mit Lorbeer kränzte. Berauscht vom eigenen Spiel forderte Marsyas den Gott der Musen, den Kithariden Apollon zum Duell, der sich nicht lange bitten ließ. Nur die perfide Bedingung stellte, der Sieger könne nach Gutdünken mit dem anderen verfahren. Die Marsyas in seinem Wahn unbekümmert akzeptierte, ja, selbst die Musen selbst in unseliger Blindheit als unabhängige Jury. Wettstreit, erster Vortrag. Man traf sich bald in Kelainai. Apoll erschien in weißer Chlamys, mit goldener Spange auf der Schulter, geschmückt mit roter Tänie, die siebenseitige Leier mit einem Elektron geziert. Die Beine übereinander geschlagen, das Instrument im Schoß, verfolgte der Gott mit spöttischem Lächeln den leidenschaftlichen Vortrag des unbekleideten Silens, schüttelte leise die duftenden Locken über seine schweißige Stirn und die geröteten Backen, die wie Blasebälge pumpten im Rhythmus des Hufschlags. Mit voller Lunge schuf Marsyas eine Kuppel aus Klängen über dem Markt, laut schallend wie eine Salpinx, dann zirpte sein Aulos der Syrinx gleich in zarten Melodien, während Apollon das Plektron gelangweilt zwischen den Fingern drehte und mit gesenktem Haupt das Mosaik studierte, auf dem sein Kontrahent zu einem letzten Triller in einer Tanzfigur verhielt. Wettstreit, zweiter Vortrag. Nachdem das Tuscheln der Musen verklungen, trat Apollon auf den Plan, stellte sich mit beiden Füßen auf den neugeborenen Weingott, wie er gerade bernsteinfarben dem Oberschenkel Zeus entglitt. Mit flinken Griffen fixierten die Finger in kunstreicher Folge die Saiten, während das Plektron sie strich in wechselndem Tempo und Takt, doch immer gemessen und mit Anmut, die Lippen vom göttlichen Lächeln umspielt in der Gewissheit des Sieges. Remis und Verlängerung. Es war nicht nur Euterpes Veto, das dem Gott den Sieg absprach. Unisono kündigten die Musen ihrem Führer die Gefolgschaft auf, fällten, dort endete ihr Mut, zu Apollos großem Unmut das Urteil unentschieden.
Seinen Groll bezwang der Gott. Es war doch nur ein Pfeifen. Betrachtete sinnend den Silen, der im Triumph den Aulos reckte und schlug mit maliziösem Lächeln eine zweite Runde vor, wo der Vortrag variiert. Marsyas stimmt im Überschwang des Musenvotums leichten Sinnes zu. Doch blickte er betreten auf seine Flöte und zu Boden, als Apollon nonchalant erklärte, nun soll das Instrument die eigene Stimme begleiten. Erkenntnis eines Narren. Erstes Soliloquium. Was für ein Narr ich war! O du einfältiger Waldschrat! Wie konntest du nur glauben, und sei es eine Sekunde lang, ein Gott, und zumal der Musaget hätte einem Wettstreit zugestimmt, der nicht von Anbeginn entschieden, hätte dir, stinkendem Ziegenfuß, dir, vagabundierendem Sackpfeifer, eine ehrliche Chance geboten. Ein Gott kennt keine Fairness. Narr, der du bist, diese Einsicht kostet dein Leben, wärst du nur im Bodensatz geblieben. Tücken des Gesangs. Apollo wendete die Kithara und hob mit schmelzender Stimme von Phaetons Sturz zu singen an, begleitete seinen Text mit traurigen Klängen, und die Tränen der klagenden Schwestern verwandelten die Perlentöne in opaken Amberschaum. Marsyas aber, unbekannt mit Ian Andersons Methode, sang, wenn er nicht blies, und blies, wenn er nicht sang, und blickte schließlich tief betrübt auf die vom Blitz getroffene Semele, die nun seiner Hand entglitten, der verstummte Aulos traf. Ich widerrufe nie. Athena, die dem Wettstreit beigewohnt, ließ es sich nicht nehmen, selbst den Schiedsspruch der Musen zu verkünden, den Hera, glaubt man Lukian, zornig kommentierte, Apollon sei ein übler Cheater. Die beiden hatten schon vor Troja Stress. Athena drückte einen Lorbeerkranz auf Apollos Lockenpracht, reichte ihm den Palmzweig, doch gefror ihr höhnischer Seitenblick auf den hadernden Silen, als sie des Gottes Worte »schindet ihn« vernahm. Olympos, der als Sekundant an Marsyas Seite stand, brach flehend vor Apoll ins Knie, der ihn zum Siegesmahl sich wendend knapp beschied, ich widerrufe nie. Zurichtungen. Apollos schweifender Gang verhielt vor einer schlanken Pinie, dem Attis geweiht, auf nahem Hügel. Dorthin befahl er Skythe und Silen, schlug höchst selbst vier Pflöcke in die Wurzeln und die Äste, woran er die gespreizten Glieder band, die Fesseln gefesselt nahe dem Stamm, die Hände am Boden fixiert. So hing, wie die Schweinezerschlachtung, glaubt man den Bildern von Tizian und Barbuin, von Ribera und Giordano, Marsyas kopfüber am Baum.
ausgeliefert dem Kaphila, Apoll, dem göttlichen Killer. Buch der Häute. Das Messer scharf wie ein Skalpell, mit Bernstein geziertem Griff, reichte der Skythe, die Stirne neigend Apoll, der alle Stricke geprüft, zeigte ihm die roten Male. Zum Anschnitt wählte der Gott den Knöchel, zog die Schneide die Wade entlang mit sanftem Druck bis unters Knie. Wie die Schale einer Frucht zog er beidseits das Bocksfell ab, öffnete das Buch der Häute, las im Blut des Muskelspiels den Prolog des Todes. Purgation. Zweites Soliloquium. Wie aber, wenn mir Hülfe, quitt zu werden des räudigen Balks, der gestrenge Gott, der lausigen Decke mitsamt ihren Zecken, ist sein grausames Tun nicht segensreich, ja Gnade, mir die hässliche Hülle benehmend, ein Akt der Reinigung? Ist das Schreckliche der Schindung blutiges Vorspiel nur künftiger Schönheit? Schnittkunst. Marsias Schrei zerriss den Himmel wie einen fadenscheinigen Vorhang. Satiren und Nymphen, verborgen hinter Büschen in gebührendem Abstand, heulten in einem Echochor. Ungerührt und konzentriert setzte der göttliche Vasenmeister das Schinderhandwerk fort. Elegant umkurvte er die Patella, drang mit kühnem Schnitt bis in den Schritt, schonte selbst das Skrotum nicht. In einem chirurgischen Kabinettstück schlitzte er dem Silen das Glied, befreite den zuckenden Stummel von Vor- und aller Haut. Goldenes Handwerk. Verstummt war der Mund, als Apoll die Kopfhaut löste, das hippokratische Gesicht furchteinflößend grinste. Plakativ hielt er den Skalp König Midas vor die Nase, dem die Eselsohren glühten, wie es Meyers Stich uns zeigt, und dezenter Tizian in monumentalem Öl. An den Ziegenohren des Silens streift Apoll das Messer ab, taucht die Hände in den Krug, holt die Münze aus dem Beutel, überlässt es blank dem Skythen, der den Rücken des Kadavers und das rechte Bein enthäutet, die Verwandlung des Marsias in einen Ekorché vollendet. Schöpferische Trauer. Apollon nahm die Leier vom Baum, an dessen Stamm er sie gehangen, zwischen Marsias gespreizten Beinen. Unter dessen Pein war die Pinie ergraut. Aus ihrer Rinde, ihren Zapfen, traten Bernsteintränen, rannen träge und tropften zäh, während dem abgedeckten Leichnam erkaltend alle Säfte entströmten, sich mit den Tränen der Nymphen mischten und dem dionysischen Blutwein die Quelle des Marsias entsprang.
Damit verlassen wir den Marsyas Mäander und kehren zurück zu Gedichten, die jetzt bestimmte Orte in Wien umkreisen. Zentralfriedhof, Gruppe 87a, Reihe 63, Nummer 25. Man kann es nicht mehr lesen. Es ist das überwucherte Grab von Hans Lebert. Umkrächzt von Krähen, auf einem Baumstumpf sitzend, vor dem überwucherten Grab, wo ich die beiden Kastanien und das Zierkreuz legte, zwei Herzkammern gefüllt mit der Liebe zwischen euch und mit der Liebe von mir, die getrennten Freunde vereint, einst tränenreich geschieden in erzwungenem Gehorsam. Nun führen euch, Getrennteste, mein Wort und meine Tat zusammen, so se Gilimida sin, von den Zauber- und Zwillingskastanien, die mir der Fug vor die Füße warf, unterwegs zum Badener Friedhof zur Bestattung unseres Freundes, des sprachkundigen Wunschjuden, der gegen das Vergessen zeugte, als das Erinnern noch nicht Mode war. Erneuert die Freundschaft in höheren Gefilden, öffnet die Kammern der Liebe und die Lippen zum vertrauten Kuss. Ich halte hier die Stellung von lästigen Schwärmen vom Aase frisch geschlüpfter Fliegen umschwirrt, Norayas, giftigen Gesandten, die ich mit der losen 25 der gusseisernen Tafel erschlug. Blatt. Bis an die Knöchel im raschelnden Altjahr, im Windschatten der Baumgerippe und des kahlen Buschwerks, auf dem Kamm des Kogels Dämme von Laub, bis zu den Knien in der verwelkten Zeit, Waten in der Vergangenheit, Windwellen fluten an den Wall, Wirbeln im erstorbenen Gefieder, ein Blatt verschließt meinen Mund, harter, bleicher Kuss. Bis an die Lippen im Schattenreich, tastend ließ die Sprache des Skeletts meine Zunge, modrig schmeckt des Blatts geäderte Totenschrift, meine Schweigezeichen küsse ich auf ihre Knochen. Viaduktruine oder Floridsdorfer Elegie. Zerbrochen dein Körper, eingestürzt die Bögen deiner Brücken, zerklüftet die Pfeiler, rieselnde Torsos, verbogen die Geleise, die Schwellen, rissig und bleich, eine Weiche, verrostet, eine Richtung weisend, die einen Steinwurf weit in Trümmern endet, Kadaver verkrümmt im Schienenstrang, der Bahndamm eine zertretene Schlange, ein Fetzen vertrocknete, staubige Haut, unerkennbar die Zeichnung, das Netz ihres Lebens. Das ist der Ferdinandihof in der Wehrgasse, ein Veranstaltungsraum für Lesungen, Konzerte, und ich hatte dort im letzten Jahr im Dezember ein bizarres Erlebnis, wo ich auf eine Veranstaltung über eine Stunde wartete, aber ich war der Einzige, der dort war. Aber außer mir noch ungefähr 144 Kerzen.
Besuch im Ferdinandihof, eine Bizarrerie. Der bodenlange Teppich barg die Pforte, zu der der Lichtersaal mich lockte. Schon fernher im Dezemberdämmer lud mich der wachsentwachsene Schimmer. Ich schlug den schweren Perser auf, schlüpfte in den Innenraum, wo mich ein Flammenmeer empfing um einen prasselnden Kamin. Ihm zugewendet standen Stühle, dutzendweise aufgereiht, die roten Polster abgebürstet, dem Feierstunde-Gast bereit. Rechter Hand ein Tannenbaum mit Kugelschmuck behangen, links der Rückwand angeschmiegt, ein langer Tisch mit Gaben. Heurigen Käse und Wein, Schalen gewürfelten Brots, Gläser und Silberbesteck harrten ihres Gebrauchs. Um eine rustikale Tafel waren in Apostelzahl Sessel mit gezierten Lehnen und Drechselbeinen aufgestellt. Wie für ein gekröntes Haupt schien ein Thron geschaffen, der an der schmalen Stirn mit geschmückten Pfosten prangte. Es gab noch andere seiner Art, die wie erhabene Solitäre auf ihren exponierten Ort die Blicke zogen. Wie ein wandernder Vasall erprobte ich die Plätze, bis ein lauter Funkenknall mich zum Kamin zitierte. Ich lagerte mich auf die Ledercouch, nachdem ich die Flamme umschritten. Mich traf der Atem der Glut in Wellen stürzender Scheiter. Wie Sonnenprotuberanzen leckten die Zungen nach mir und auf dem Steinboden tanzten stiebende Funken umher. Ich ließ die Blicke gleiten vom Löwenfuß der Feuerstelle über die grotesken Gnomen, das Götterhaupt mit den Voluten. Zu den Wänden mit den Wappen, Masken, Grafiken und Leuchtern, Ritterplastiken und Ampeln, Zeichnungen, Tapisserien. Laute und Gitarre krönten das fantastische Gemisch. Ein kolonialer Kandelaber bot den Gipfel allen Kitschs. War der Ferdinandihof ein aufgelassener Trödelladen? War dies kunterbunte Strandgut die Tarnung neuer Pioniere? Ich drehte rätselnd 100 Runden und mich versonnen um mich selbst. Im Schein der weißen Kerzen, die 12x12 zerschmolzen. Nach 10x7 Minuten allein in der Sala Terena nahm ich einen Würfel Brot. Er zeigte mir zwei Augen. Welch Namen passte zu dem Orte? Ich fand statt einer Antwort einen Bogen für mein Dasein und Bemühen zu zeugen. Ich forschte bleichen Eifers nach dem Worte. Jetzt komme ich zu den Gedichten über Gemälde, die hier im Kunsthistorischen Museum zu sehen sind, in dem Saal, den ich ganz besonders mag, der Saal mit den Gemälden von Peter Bruegel, dem Älteren, und lese Ihnen drei Gedichte einer Bruegel-Trilogie. Zuerst sehen Sie hier in Gänze das Gemälde der bethlehemitische Kindermord. Sie sehen darauf auch rote Kreise, in denen die abgebildeten Hunde sich befinden. Die sind jetzt auf der nächsten Folie noch einmal im Einzelnen hervorgehoben, weil sie nämlich in dem Gedicht jetzt die Sprecher sind. Hundeblicke,
der betlehemitische Kindermord. Der Jäger. Heißa he, ich fasse dich, magst du noch so laufen, ich packe dich am Wadenbein, bring ich dich als Beute ein, gibt's ein Leckerli für mich, darf jagen ich und raufen. Der Wächter. Ich bin ein stolzer Vorstehhund, das Halsband ist mein Orden, der Fang, der grad vor mir gefasst, in unser Beuteschema passt. Bis jetzt läuft alles rund, ich kontrollier das Morgen. Die weiße Windhündin. Der Blutdunst macht mich kirre, der Lärm, das Wehgeschrei. Hat er schon Blut geleckt? Ich will, dass er mich deckt. Vor Geilheit werd ich irre, ich beiß ihn gleich entzwei. Der braune Windhund. Was glurt sie mich so an? Will sie wieder spielen, trotz dieser Metzelei? Hört sie nicht jeden Schrei, was uns geschehen kann? Wer weiß, worauf sie zielen? Der Beobachter. Das kann nur Tollwut sein. Sie schmeißen ihre Kinder zerstochen in den Schmutz. Wo bleibt der Welpenschutz? Ich mache mich ganz klein im Reich der großen Schinder. Ich komme zum zweiten Bild. Sie haben wieder die Markierungen, diesmal sind es sogar 6. Und die sind auf dieser Folie auch nochmal hervorgehoben als Details. Selbstgespräch am Rabenstein, Kreuztragung Christi. Ich gehe vielleicht besser zum großen Bild wieder zurück. Heut ist ja die Hölle los. Sieht aus wie auf einem Wimmelbild. Veranstalten die reinste Ramasuri, um diesen Galiläer anzunageln, der auf halbem Wege mal wieder schlapp gemacht hat. Ich glaube, die bespießten Wachen haben sich den Kyrenäer ausgeguckt, um ihm das Kreuz zu tragen. Nur die bigotte Alte zickt. Warum der Umstand, frage ich mich. Vor ihm auf dem Schinderkarren ist doch für beides Platz genug. Auf den letzten Lebensmetern das Schächerpack zusammenpferchen ist doch keine große Sache. Schon ordentlich viel Volk kreisrund auf der Schädelstätte. Vor dem ersten Hahnenschrei waren die Reihen vorn geschlossen. Schaue mir die Show dann später aus Vogelperspektive an. Verdammt viel rote Reiterei muss auf ihre Lanzen achten, nicht aus Gier voreilig sein. Die Spitze zwickt mehr als der Magen. Trostlos die Allee der Räderbäume. Gibt es denn keine Mörder mehr? Auch hinter mir am Galgen nichts als vertrocknete Fetzen. Ich werd ganz melancholisch, wenn ich den Pferdeschädel sehe, wo Peter aus der Zukunft die Heulsusen hingebeamt hat. Gott, war diese fette Stute geil! Wie glänzten uns vom Schmäher die Schnäbel! Jetzt hock ich hier und dreh vor Hunger
am Rad, auf dem ich sitze. Paar Kumpels sind schon in der Luft und vorne links von mir gesehen sitzt auch mein Bruder Muni an. Jetzt kommt mal in die Hufe, Leute. Sind doch wirklich Pferde satt. Nachher fängt's noch an zu regnen. Der Sturm treibt schon die Mühlenflügel. Macht mit der Hinrichtung mal hinne. Bin schon gespannt, wie Christi Augen schmecken. Ja, ein besonders prominentes Bild von Peter Bruegel im Älteren, der Turmbau zu Babel. Und hier wenden wir den Blick, wie die Kreise schon zeigen, auf die Pferde, auf ein Pferd im Speziellen. Babel Blues, Turmbau zu Babel. Nur Steine, 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 Tag ein, Tag aus. Nur Steine, 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 Tag aus, Tag ein. Mir brechen schier die Beine, mein Nacken ist ganz steif. Ich hasse diesen Karren, der an mir reißt und zerrt. Ich hasse diesen Karren, der an mir zerrt und reißt. Das Bauwerk ist ein Schmarren. Ich hebe meinen Schweif. Es wartet der Belader mit seiner schweren Fracht. Es wartet der Belader mit seiner schweren Fracht. Er schmeißt mir 100 Quader in den Karren rein. Dann treibt mit seiner Peitsche der Peitscher mich hinauf. Dann treibt mit seiner Peitsche der Peitscher mich hinauf. Unter seinen Hieben platzt meine Decke auf. Durchs rote Tor zum Krane schlepp weiter ich die Last. Durchs rote Tor zum Krane schlepp weiter ich die Last. Am Gipfel der Spirale mach ich die letzte Rast. Es ist so voller Dunkel, das ungefüge Trumm. Es ist so voller Dunkel, das ungefüge Trumm. Der himmelhohe Bunker macht alle Menschen dumm. Je höher, desto ferner entzieht sich ihnen Gott. Je höher, desto ferner entzieht sich ihnen Gott. Sie sind nichts als Verlerner, kennen weder Hü noch Hott. Jetzt kommt die letzte Biege in diesem Labyrinth. Jetzt kommt die letzte Biege in diesem Labyrinth. Beim Barte einer Ziege schwöre ich den Eid. Das waren die letzten Steine, die ich nach oben trug. Das waren die letzten Steine, die ich jemals trug. Schluss jetzt mit dem Schwindel, ein Leben ist genug. Abgesang des Pegasus. Im Tierspital am S-Bahn-Damm, da seh ich's täglich misten. Das Pferd, es ist schon flügellahm, nichts mehr für Wolkenpisten. Sein Huf schlug einst wie Donnerhall den Takt der Avantgarden, flog als Komet an seinem Schweif der Club der jüngsten Barden. Sein Wiehern schreckt jetzt nicht mal mehr die Fliegen auf den Nüstern. Im Ausgeding führt man's im Kreis schon nach der Decke lüstern.
dann stets im Stall, die Krippe kahl, stiert in die leere Krippe. Sein Gnadenbrot reicht ihm Knecht Hein und striegelt's mit der Hippe. Und zum Abschluss, Webkunst. Es saß auf einer Ruderpinne an alt Weibern eine Spinne, sah sinnend Silberfäden nach, die im goldenen Herbstlicht flogen und Fliegen an den Fäden kleben, auch Käfer, Heupferd, buntes Leben, das alles war noch einzuspinnen, was den geheimen Wandel schuf. So reiften am verborgenen Orte wunderbare neue Worte. Aus ihnen wob mit Fantasie sie Arachno-Poesie. Ich danke Ihnen. Applaus